Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tribe. Wieder im Monsun, wieder im Regen und wir können uns, glaube ich, gleich auch schlafen legen. Dann wird, glaube ich, das Licht und die Stimmung ein bisschen besser für ein Intro. Naja, hätte ich auch gleich machen können. Naja, egal. So, zurück in den ersten Morgenstunden. Und wie gesagt, mir macht das Spiel immer noch sehr, sehr viel Spaß. Wenn es euch auch Spaß macht, dann lasst ein Like da, kommentiert das Video und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und damit, let's go. Und ja, in der Main Quest müssen wir jetzt mit den Jüngern sprechen. Würde ich jetzt auch machen. Mal sehen, wo der ist. Also der ist immer eigentlich an einem Spot, an einem kleinen Steinbruch. Oh, ich habe Loot gefunden. Ein Tontotem. Nice. Tonschalen und Ton. Nehmen wir alles mit. Ah, er ist doch nicht im Steinbruch. Hi. Na, wie geht's? Die Priesterin erzählt von deinen Taten. Unser Stamm betrachtet dich als einer von uns. Ich gratuliere dir, Reisender. Über die legendären Gewürze. Ich habe Legenden über eure Gewürze gehört. Stimmt es, dass ihr Nahrung tatsächlich länger als eine Trockenzeit haltbar machen könnt? Und länger, so der Gott des Feuerberges will. Wir teilen unsere Geheimnisse nicht leichtfertig, aber wir stehen in deiner Schuld. Also wenn du es wünschst, erzählen wir dir von unserer Lebensweise. Würdig. Du musst wirklich verrückt sein, wenn du glaubst, du könntest den großen blauen Horizont überqueren. Ach, ich habe auch einmal dasselbe gedacht, aber ich bin gescheitert. Ich habe viele meiner Anhänger verloren. Die Wellenreiterin hatte recht. Wellenreiterin? Du musst einen Meister haben, damit man dich Jünger nennt. Und niemand kannte die Wege des Meeres besser als meiner. Ich dachte, ich wüsste es besser, aber sie hatte recht, wie immer. Das Schiff, das ich baute, war nicht stark genug, aber ich war nicht einmal ein halb so guter Baumeister wie du. Vielleicht gibt es eine Chance, unter der Führung der Wellenreiterin und deinem handwerklichen Geschick. Zuerst musst du eine Kochhütte bauen, kehre dann zu mir zurück. Hab ich schon. Komm, wir quatschen gleich nochmal mit ihm. Reisender, konntest du bereits eine Kochhütte bauen? Ja. Das bedeutet, dass wir in großen Schritten auf deiner Reise zusteuern. Geh und führe zuerst das Ritual durch, damit die Götter... bla 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 bla. Das haben wir auch schon gemacht. So. Geschenk der Würze haben wir gemacht. Baue die Schamanenhütte. Warum soll ich eine Schamanenhütte bauen? Sende Gewürzrationen zum Markt. Gewürzte Rationen zum Markt. Also was wir tatsächlich machen können, er hat uns ja gesagt, baue eine Kochhütte. Macht Sinn, dass wir jetzt eine zweite Kochhütte bauen, die aus den Rationen, die die erste herstellt, Entschuldigung, Alter. Okay. Aus den Rationen, die erste herstellt, gleich gewürzte Essensrationen macht. Deshalb bauen wir jetzt noch eine Kochhütte. Am besten gleich in die erste. So, hier haben wir die erste. Dann bauen wir danach, daneben gleich die andere. Kochhütte, wo bist du? Da. Okay. Let's go. Sehr schön. Wir haben kein Holz mehr, aber ich rieche, dass es in anderen Dörfern noch Holz gibt. Gehen wir in den Dschungel. Hier haben wir noch 45 Holz. Teile ich mal. Nehme ich mir mal die Hälfte mit. Ach, ich hack jetzt einfach noch ein bisschen Holz, ne? Wir haben hier direkt den Wald. So, das Holz gleich verbauen. Top, top, top. Aber ich denke, ich brauche wieder... Ja, Bambus auch. 13 Bambus. Leute. Okay, Bambus muss auch geholt werden. Oh, wir haben kein gelbes Gas. Haben wir das im Lager hier? Mit 25, okay. Ja, muss erstmal reichen. Okay, zweite Kochhütte steht.
Wir haben leider keine untätigen Stammesangehörigen mehr. Da müssen wir uns gleich auch drum kümmern. Hier können wir jetzt sagen, Lagerhütte 3. Und bitte mach mal gewürzte Essensration. Ach, ich glaube mal, ich soll die Schamanenhütte bauen, weil man in der Schamanenhütte die Produktion von Gewürzen automatisieren kann. Ich glaube es zumindest. Also wenn wir jetzt einen neuen Space brauchen für Leute, dann müssen wir ja auch eine neue Schlafhütte bauen. Dann bauen wir halt eine neue Schlafhütte. Kein Problem. Schlafhütte 2. Und dann müssen wir mit dem Speer hier quatschen. Das wäre dann das erste Mal, dass wir mit ihm reden. Und dann neue Leute hierhin rekrutieren. So. Große Schläferhütte gebaut. Und wo ist der Speer? Der ist da hinten. Okay, der Speer hat uns jetzt den Standort von einem Lagerfeuer genannt. Und das ist da ganz am Ende des Sumpfes. Okay, gehen wir mal hin. Das ist auch so ein bisschen die Chance, das Land zu erkunden. Vielleicht finden wir ja noch einen Schrein oder irgendwas Krasses, irgendwas Abgefahrenes oder so. Ich habe wieder Loot gefunden. Sehr, sehr gut. Mal sehen, ob da was Geiles drin ist. So eine Steinstatue oder sowas. Das wäre mal nice. Kräuter, Gewürze und gewürzte Essensrationen. Ah ja, okay. Gerade übelstes Ungewetter. Ungewetter. Das Unwetter hier. Also im Dschungel hat es immer noch mal nur geregnet, aber hier ist richtig viel Action. So, du kommst bitte mit zu uns. Ja. Du bitte auch. Und du. Sehr schön. Okay, jetzt können wir schon mal der zweiten Kochhütte einen Menschen zuordnen. Bitte tun sie Dinge. Ansonsten, wie sieht es jetzt hier mit den Werkzeugen aus? Hier können wir mal langsam eine Axt herstellen, damit wir wieder Holz hacken. Ich gucke gleich mal, weil ich habe ja hier schon eine Schamanenhütte. Was ich mit der... Ja, genau, Gewürze können wir mit der machen. Ah ja, sehr gut. Theoretisch können wir die Schamanenhütte nutzen, um Gewürze herzustellen. Lass mal die Sammlerhütte Kräuter sammeln und die Schamanenhütte Gewürze herstellen. Da setze ich direkt einen rein. Okay, also stellen wir jetzt im ersten Dorf Gewürze her und müssen die dann nur hierher importieren. Das sollte kein Problem sein. So, nur ein Bambustotem und dann ist die Schamanenhütte fertig. Dann habe ich zumindest die Quest abgeschlossen. Ich guck mal, wie viel haben wir denn jetzt schon? 7 gewürzte Essensrationen. Okay, okay. Wie sieht es hier mit den Werkzeugen aus? Ist ganz gut, ne? Mach mal eine Hacke, bitte. Weil die Hacke wird demnächst verbraucht, die eine. 4 Äxte. Sieht sehr gut aus hier im zweiten Dorf mit Werkzeugen. Alle haben eigentlich noch Werkzeuge. Deswegen werde ich hier den einen mal rausnehmen. Und wieder stilllegen sozusagen. Dorf 1 braucht eigentlich alles. Ja, lass mal grobe Äxte bei denen. Okay, wir könnten jetzt... Aber ich setze hier keinen erstmal rein. Wir könnten jetzt hier auch Gewürze herstellen, aber wir stellen ja jetzt schon Gewürze in der Schamanenhütte des ersten Dorfes hier. Und wie sollen wir dann mit dem Jünger quatschen? Er kommt auch direkt auf uns zu, das ist ganz gut. Also bist du gekommen, um deine Reise nach Süden fortzusetzen, Reisender? Ja, das ist dein Schicksal, aber um die Lebensweise des Südstamms zu verstehen, musst du zuerst das Steinhandwerk meines Volkes meistern. Wie? Indem du von uns lernst, und indem du den Stein verwendest, um deine Fähigkeiten zu perfektionieren. Zuerst solltest du eine Hütte für unseren Steinmetz bauen. Er wird dir helfen, große Mengen Stein zu sammeln. Und die wirst du brauchen. Suche mich auf, wenn du das erledigt hast. Schon dabei. Okay.
Ah ja. Haben wir die Steinmetzhütte schon freigeschaltet? Nein. Dafür brauchen wir 3 Steinstatuen. Easy. Würde ich sagen. Steinstatuen. Haben wir noch Steinstatuen? Nee. 5 von diesem Schieferstein brauchen wir dafür. Aha, also muss man auch Schieferstein abbauen. Also ich muss sagen, das ist recht satisfying, diese Steine abzubauen in dem Game. Auf jeden Fall besser, als Holz zu hacken oder diese komischen Lehmklumpen da abzubauen. Müssen wir das Ritual auswählen? Steinmetzhütte, die braucht bestimmt... Steinmetzhütte klingt, als ob die sehr, sehr viel Stein braucht. So wie die Holzfällerhütte sehr, sehr viel Holz braucht. Feuer! Steinmetzhütte freigeschaltet. Schön, schön, schön. Gucken wir mal. Ich habe auf jeden Fall alle Ressourcen für ein Fundament. Wo stellen wir das Ding jetzt hin? Am besten. Hier unten würde ich sagen, oder? Ach ne, wir müssen das irgendwo hinstellen, wo der auch Stein sammeln kann. Da unten steht es nämlich schon wieder. Ich hätte das schon wieder gebaut und hätte Ressourcen verschwendet. Und hätte nicht gecheckt, dass ich das irgendwo hinbauen muss, wo der auch Steine sammelt. So, hier vorne war so ein Steinbruch, glaube ich. Ja. Gucken, dass wir da hinlaufen. Und er sammelt auch Obsidian, okay. Weil das haben wir ja noch nicht freigeschaltet. Da wissen wir ja noch nicht, wo das ist. Ja, wird wahrscheinlich in dem vierten Biom sein. Hier haben wir schon mal 16%. 20% Stein. 31, 36. Ja, da vorne. Da vorne ist der Steinbruch. 100%. Okay. Genau, das ist der Steinbruch. Den ich meinte, hier hängt immer der Hühner ab. Und hier können wir halt easy peasy die Steinmetzhütte bauen. Und dann hat er halt 100%. Den kann er direkt hier abbauen. Und wir haben hier auch gleich Stein, um die Hütte fertigzustellen. Ganz gut. Oh, kein Bambus mehr. Ah. Hier, Bambus. Ja, jetzt brauchen wir richtig viel Bambus. Scheiße. Okay. Ist das Kunst oder kann das weg? So, back an der Steinmetzhütte mit viel, fast 100 Bambus. Nice. Ja, jetzt sollte es gehen. Das Doof ist halt, dass man erstmal hier hinlaufen muss und also... dass man sich hier nicht hinporten kann. Das ist halt dumm. Aber jetzt so hier vom Bauen? Ging doch. War doch okay. Bambustotem baue ich. Ah, das habe ich vergessen. Nein. Ja, okay. Dann nochmal zurück. Und ein Bambustotem herstellen. Steinmetzhütte steht. Sehr gut. Lagerhütte 3. Das Zeichen bedeutet, dass wir für die Lagerhütte einen neuen Mitarbeiter brauchen. Und dann haben wir aber nichts, keinen mehr für die Steinmetzhütte. Schade. Hier sind nur Lager drin, ne? Doch hier ist eine Werkbank. Naja, wir haben es auf jeden Fall gebaut. Wir müssen erstmal nicht wieder hierher und müssten uns jetzt eigentlich um neue Stammesangehörige kümmern. Bevölkerung 35, Schlafplätze 39. Ja. Ja, ich muss mit dem Speer nochmal quatschen und mir da eine neue Dings bauen. Eine neue...
Ihr wisst, was ich meine. Neue Leute suchen lassen. War jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil der Jünger hier gleich ist, immer auch gleich die Quest abgeben können. Hast du schon eine Steinmetzhütte gebaut? Ja, habe ich. Also muss der Gott des Feuerbergs dich auserwählt haben. Ich weiß, du verehrst ihn nicht, aber versuche trotzdem seiner Größe zu huldigen. Führe ein Ritual in seinem Namen durch. Werde ich. Führe das Ritual göttlicher Segen durch. Was macht der? Schaltet Obsidian frei, ne? Diggi, bleib still, ich brauche neue Leute. Ja. Vielen Dank. Okay, wo sind die? Ah, hier vorne gleich, lol. Easy peasy. Also er hat ja gemeint, dass wir sehr, sehr viel Stein brauchen. Also wird Stein die Hauptressource sein, um den Durchgang zum Südstamm aufzumachen. Keine Ahnung wie, aber ich würde es ja wieder sprengen wollen. Das war mega nice. Mahlzeit. Danke. Danke. Bitte. Danke. Bitte. So. Steinmetzhütte bekommt jetzt einen Dude dazu. Werkzeugmacherhütte, mach mal bitte große Spitzhacke. Haben wir noch? Dafür brauchen wir Ranken. Dann sammle hier mal Ranken, bitte. Statt Pilzen. Wir könnten aber auch mal sagen, wenn wir hier noch einen dritten einstellen, dass wir hier mal Ranken zum dritten Dingsbums liefern lassen. Wo sind denn Ranken? Da. Siehst du? Da sind nämlich ein paar. Zum dritten Marktplatz, bitte. Danke. Ja, hier wird ja ständig was geliefert. So, gucken wir nochmal in die Eco rein. Hier oben fehlt uns ein Speer. Dann machen wir bitte einen Speer. Danke. Ansonsten haben wir hier alles. Im zweiten Dorf könnten wir eventuell demnächst wieder Messer herstellen. Aber er macht gerade grobe Hacke. Und sehr viel göttlichen Sand gerade. Und hier bei uns im dritten Dorf sieht eigentlich alles okay aus. So, hier vor der neu gebauten herrlichen Steinmetzhütte würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dieser Folge. Tribe hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst das Abo nicht, den Like und den Kommentar füttert den Algorithmus so ein bisschen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.